So, heute am dritten Tag gibt es von der Brauerei her einen Klassiker, Serfrien oder Serfrien aus Leroux oder Lheureux. Bin mir da nicht so sicher, wie die Aussprache ist. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Das liegt bei Moos oder zwischen Moos und Charleroi. Und die Brauerei gibt es seit dem 19. Jahrhundert, 1873 gegründet und noch immer in Familienhand. Heißt also, so viel, dass das eine Familienbrauerei ist, das ist auch zu erkennen an dem Logo Belgian Family Brewers. Das sieht man auf verschiedenen Bieren. Und diese Family Brewers sind eine Gemeinschaft für sich. Also da kommt man nur rein, wenn man eine Brauerei hat, die im Familienbesitz ist, unabhängig ist von anderen und auch seit mehreren Jahren schon braut. Ich kann es für morgen raussuchen, wer da noch alles Mitglied ist, weil ich glaube, wir haben im Adventskalender nicht nochmal eins von einem Mitglied dieser Vereinigung. Ich habe das ausgesucht, weil es vor allem mein anderer Stil ist. Es ist ein ziemlich klar, ziemlich helles Bier und vor allem geht es hier um Dry Hopping. Auf Deutsch wird es Hopfenstopfen genannt. Das heißt, normalerweise kommt der Hopfen am Ende beim Kochen mit rein, wo er dann seine Eigenschaften an das Bier abgibt. Während dem Kochen, also die bitteren Hopfen werden meistens zu Anfang und die Aromahopfen zum Ende des Kochvorgangs. Das dauert dann meistens so zwischen einer Stunde und 90 Minuten hinzugefügt. Und hier beim Dry Hopping, beim Hopfenstopfen, ist es so, dass der Hopfen erst beim Gärprozess, also im Gärbottich, bei so Zimmertemperatur hinzugefügt wird. Und da gibt der Hopfen nochmal speziell seine ätherischen Öle ab, die beim Kochen teilweise zerstört werden. Also kommt hier sehr stark der Hopfen raus. Natürlich hätte ein bisschen zu viel Schaum. Alles live. Ich habe hier oben drüber den Hopfen mal verlinkt, damit man ein bisschen eine Ahnung hat, worum es geht. Styrian Golding ist eine Hopfensorte von unzähligen anderen Hopfen. Auf der Seite, die verlinkt ist, findet ihr noch mehr. Da gibt es dann zu jedem Hopfen ein komplettes Datenblatt. Das gibt es auch, das gleiche gilt fürs Malz oder für die Hefe. Also kann man da sehr viel mischen und sehr viel verschiedene Biere brauen, weil eben alles miteinander auch anders funktioniert. Das ist dann auch das Komplizierte am Bierbrauen, dass man da dann die richtige Mischung findet. Hier war jetzt ein bisschen zu schnell geschüttet. Also ihr seht, ein sehr fester Schaum, ein sehr klares, teilweise sehr blasses Bier. Gucken wir mal, ob wir überhaupt drankommen. Der erste Schluck ein bisschen schwach, aber danach kommt so, dass der Hopfen sehr gut raus, das Bittere ein bisschen im Abgang, ein relativ leichtes Bier, hat aber trotzdem 9,5%, aber man schmeckt den Alkohol nicht wirklich raus. Der wird durch die bittere Note schon ein bisschen überdeckt. Das ist ein sehr leckeres Bier, wie eigentlich alle im Adventskalender. Es ist immer Geschmackssache, der eine mag es bitterer, der andere lieber auch ein bisschen fruchtiger. Ich denke, da kommen die nächsten Tage noch so ein paar Sorten dazu. Was ich aber noch erzählen wollte, das Serfrien, das liegt in der Nähe von Moos. Wir waren dieses Jahr dahin, zu der Kulturhauptstadt Moos, Moos 2015, und haben dann von Moos aus ein paar Ausflüge gemacht und da war eben Serfrien in der Nähe und da gibt es noch ein Schloss, das sie bewahrt haben und der hat das extra geöffnet für Moos 2015 und dort war eine Ausstellung haben, also haben wir das direkt kombiniert mit einem kleinen Besuch an der Brauerei. Wir waren leider zum falschen Tag dort, weil man eigentlich nur samstags ohne Anmeldung da besichtigen kann. Aber auch in der Nähe ist Paradisa, der Zoo mit den Pandas. Und da gibt es die Empfehlung, die haben eine Brauerei direkt im Zoo mittendrin mit einem angeschlossenen Restaurant. Also man isst quasi
in einem langen Schiff seiner einer Abtei nachempfunden. Er hat vorher auch schon mal eine Abtei auf dem Gelände von Zorach und da wird noch immer gebraut. Sehr lecker, auch sehr leckeres Essen für einen Zoo, wirklich eine super Küche. Der Ausflug lohnt sich auf jeden Fall. Moos ist sehr schön, Wieleisa ist sehr schön und sehr fein, samstags nachmittags. Und dann ist in der Nähe noch die berühmten Schiffslifte. Da ist auch eine Reise wert, vor allem die, die ein bisschen technikversiert sind. Also alles in allem die Region um Moos rum immer ein Ausflug wert, nicht nur jetzt während der Kulturhauptstadt, sondern auch in der Zukunft. Viel erzählt, viel Bier, viel Schaum im Glas. Ich trinke jetzt noch aus und dann bis morgen. Tschö.